Hallo! Heute lädt Jesus zwei Menschen persönlich ein, ihm zu folgen. Beide sind wohlhabend. Der eine ist alt und ein anerkannter Pharisäer, ein Lehrer Israels. Der andere ist jung und geächtet, weil er für die Römer Steuern eintreibt. Nikodemus und Matthäus. Ich verrate euch jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Matthäus ihm folgen wird. Schließlich wird er einer der vier Evangelisten. Ihm haben wir maßgeblich zu verdanken, dass wir heute noch von Jesus wissen. Und Nikodemus? Von dem wissen wir, weil Johannes als einziger Evangelist von dem Treffen, das wir heute beobachtet haben, berichtet hat. Wir sehen sogar, wie Johannes es selbst aufschreibt. Und deshalb ist die Serie so cool. Johannes 3, 1 bis 27. Unbedingt in der Bibel nachlesen. Und obwohl Nikodemus mit Sicherheit bis ins Mark erschüttert ist durch die Begegnung und obwohl er ganz gewiss daran glaubt, dem Sohn Gottes begegnet zu sein, wird er ihm nicht folgen. Wer denkt jetzt, klar, so jemand gibt doch nicht alles auf? Vorsicht! Es ist ja ohnehin nicht an uns zu richten und zu urteilen, das sollen wir dem Chef überlassen. Aber stellt euch doch mal vor, Nikodemus und Matthäus mussten sich spontan entscheiden. Was geht's uns heute da so gut? Wir haben unser ganzes Leben Zeit, uns zu entscheiden. Und selbst wenn wir uns erst am letzten Tag entscheiden würden, aber aus voller Überzeugung, wäre es womöglich noch früh genug. Ich erlebe Phasen, da bin ich überzeugt davon, dass ich genau so entschieden hätte wie Matthäus. Aber mal ganz ehrlich, hier stehe ich und führe ja noch immer ein ziemlich privilegiertes und bequemes Leben, oder? Vielleicht schaffe ich irgendwann mal den Absprung, den Verzicht, die Selbstaufgabe. Denn das wird es ja bedeuten, oder? Die Aufgabe meiner eigenen Pläne und Ziele. Im Moment sind das Lippenbekenntnisse. Deshalb lade ich euch alle ein, vor der letzten Folge der ersten Staffel, euch mal selbst eine kritische Frage zu stellen. Wie haltet ihr es? Nikodemus oder Matthäus? Ich bin gespannt, zu welcher Antwort ihr kommt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nicht verpassen.